Ja, hallo und willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs. So, sicherlich, ich rufe hier ab. Ich mache jetzt hier ein spannendes Match. Mephisto Roma 2 gegen. Nicht Taskleiste auf Shiny oder sowas, sondern hier B1 natürlich. Hier. Blitzstufe vom Avantgarde Version 7 ist ja 32-Bit-Version gegen 10 Minuten Roma 2, der jetzt auch weiß bekommt. D4. Meine, immer wenn man unten an die Tastklasse kommt, dann meint die wieder, die müsst ihr begrüßen. D5. Damengambit C4. E6. Orthodoxos Damos Gambot. So, Springer F3. Springer F6. Läufer G5. Wer hat da nicht mein Buch? Ich denke, der hat hier 60.000 Öffnungspositionen, der Avantgarde. Was für 60.000 Öffnungspositionen eigentlich? Der Roma sagt sich hier nur, ich lache über seine 60.000 Öffnungspositionen. Guck mal, Alter, ich bin immer noch im Buch. Kein Problem. Ah, und damit ist eventuell auch der Avantgarde wieder im Buch. Scheint er eventuell Zugumstellungen zu erkennen. Das wäre unglaublich. Dame F6 schlägt. E3. Das ist tatsächlich wie der Rednerbuch. Dafür ist der Roma jetzt aus dem Buch. 10 Minuten hat er noch Zeit. Der Avantgarde hat noch 5 Minuten Zeit, um die Partie zu spielen. Läufer D3. Möchte Lippodol gerne, gerne. Ich hätte eher Turm C1 gezogen. Ich kenne eher Turm C1 und dann Läufer D3. Mit der Idee. Dass man den Läufer erst, falls er hier dann schlägt, zum Beispiel, dass dann der Läufer direkt durchschlägt. Boah, ich weiß nicht, was er groß überlegt jetzt hier. Was ziehe ich nur? Vielleicht Läufer nach E2. So, Rochade. Kann ich ja den defekten Läufer austauschen. Der Avantgarde ist mit Sicherheit ein schlechtes Gerät, wenn man den hat. Zwei Displays, die Knöpfe, damit kann man sich arrangieren, die Bedienung, Learning by Doing. B7, B5. Das ist so ein bisschen so. Beim Avantgarde, so wie beim Supermondial, das heißt über die Felder. Das heißt B2, B3 etc., die Felder haben die, sind quasi die Optionstasten und die Leveltasten. Ist auch nicht so schlecht, das hat der Superexperte hat das auch. So, was haben wir denn hier? Ich muss mir mal was mit der Kamera einfallen lassen. Ist nämlich, der Kabel hängt jetzt vor dem Bild. A2, A4. Ja, A6, B5 schlägt und C, B5 schlägt, Läufer B5 schlägt. Dann hängt ja der Turm hinter dem A-Bauern. Deswegen geht das nicht. A6 macht trotzdem. Gut gezogen. Warum soll das jetzt nicht gehen? B5 schlägt. Genau. Jetzt bin ich mal gespannt, warum das nicht gehen soll. Genau, er nimmt einfach den Bauern. Danke. 32 Bittos für the Eimos, Müllos. Für den Mülleimer. Ich verstehe es nicht, weil was jetzt auch an der C-Linie freibauen hat, diesen C-Bauern, da kann C4, C5, kann er schon mal ziehen, ohne geschlagen zu werden. Und dann kann ich diesen Zug nicht so nachvollziehen. Außerdem ist der Bauer sowieso in der A-Linie. Und weshalb der dann eher schwach, eh schwach wird.
Turm A4, Turm A1, dann droht er da schon zu fallen. Also ich kann das nicht so nachvollziehen, dieses ganz merkwürdige Bauernopfer des Fidelity Avantgarde 32-Bit. Das muss man dazu natürlich auch sagen. Die haben das ja quasi so gemacht wie PC. Verschieden schnelle PCs mit verschiedenen Konfigurationen. Der eine hat eine bessere Grafikkarte. Der andere hat einen schnelleren Prozessor. So ist das hier auch. Der eine Avantgarde hat mehr RAM-Speicher als der andere. Dann gibt es, der eine hat 16-Bit, der eine hat 32-Bit. Dann gibt es einen mit 68030. Dann gibt es einen mit 128 Kilobyte RAM, einen mit 512 Kilobyte RAM. Und solche Geschichten. Einen mit zwei 16-Bit-Prozessoren. Ich glaube, schreibt mal in die Kommentare, konnte man sich das damals selber zusammenstellen? Bevor die bei Fidelity sich dann gesagt haben, ey, wir lassen das mal lieber und machen dann, bauen dann lieber die Geräte vor, bevor die Leute sich die wahnwitzigsten Wunschsysteme da zusammenbauen lassen. Ich weiß ja nicht, wenn die genug Geld hatten, aber was für Ideen die gekommen sind. Vielleicht sind die auf die Idee gekommen, ein Avantgarde 68030 mit 8 MB RAM zum Beispiel sich zusammenbauen zu lassen. Und irgendwie, oder 8 MB Hashtables. Irgendwie kommt der Avantgarde aus dem Tritt. Das Problem ist nämlich hierbei, dass das keine taktisch geführte Partie ist. Also der Avantgarde kann jetzt nicht hier plötzlich wahnwitzigste Taktiken aus dem Hut zaubern. Und es ist auch nicht so einfach hier jetzt quasi durch Umbau, durch Umgruppieren der Figuren quasi taktische Möglichkeiten dabei zu spielen. Das ist auch nicht so leicht. So, der Roma noch 7 Minuten 45, da sieht das easy. Ich könnte mir vorstellen, dass der Richard Leng so ein Angstgegner war von Fidelity. Springer E5. Felderbauer irgendwann, jetzt meinetwegen Turm B4, da muss er ja nochmal nach vorne. Oder Turm A3 besser. Mit dem Sinn, dass man den Bauer nicht so hinterherrennen muss. Läufer D3. Ja, wenn jetzt der Turm wegzieht, ist der Turm angegriffen. Turm A8. Was kann man denn da jetzt machen? Turm B4. Kann das sein, dass der Bauer jetzt weg ist? Ja, auf C5. Ich wüsste nicht, was der da bringt, der Turm. Jetzt kann man sich einfach den Bauern hier schlagen oder einverleiben. Man hat immer noch diesen starken Freibauern. Dame E5 schlägt wegen Turm D3 schlägt. Schwere Ausnahmefehler. Turm A4 schlägt. Ihr seht ja Elite Avantgarde Version 7. Turm A4 schlägt. Der ist schon zwei Bauern mehr, kann das sein? Wenn der C-Bauer mal schnell wird, dann ist die Partie vorbei. Turm D8. Der Springer kann nicht raus, ohne getauscht zu werden. Weder Springer G6 noch Springer D7. Ja, Springer H7 kann er noch machen. Das ist jetzt aber nicht so der Knaller. Läufer D7. Sechs Minuten 44 noch. B5, B7. Ja. Turm A8 könnte man jetzt machen. Das kann man eigentlich strategisch ganz einfach über die Bauern nach Hause schaukeln. So, der Turm kann die Dame gar nicht angreifen.
Turm A8 könnte noch drohen. Springer D7. Wenn er den schlägt, den Springer, dann kann nicht der Turm schlagen, weil dann der Läufer hängt. Deswegen muss dann Läufer schlägt kommen. Turm A8. Springer E5 schlägt. Kommt dann nicht einfach Turm C8 schlägt. Es droht ja. Er nimmt erstmal. Garde. Die Dame kann aber nicht hin, wo sie will. Gott sei Dank kennt der mit Schach. So, und dann sollte man vielleicht H3 oder sowas ziehen. Irgendwas in der Art, damit der König Luft hat. Turmschach König H2, ein Damenschach droht ja nicht. G1, F1. Tja, Turmschach König E2, dann droht da gar nichts. Da habe ich das Turm D2, Schach König D2, Dame F2 schlägt Schach. König G1? Thomas König H7. Meine Güte. Was kann ja mal passieren? Alles möglich hier. Regen Sie sich mal nicht auf. So, Turm D5. Er möchte gerne diesen Bauern wiederhaben. Wo doch Dame Schach. Also die weiße Stellung ist nicht so ungefährlich, wie man glauben sollte. Das kann sofort eingehen hier. Ich glaube, das sieht auch gar nicht gut aus. Was sagt er denn hier? Info. 0,88. Ups. Hat er nicht gerade 0,88 gesagt? Ist er blöd? Er sah Martin 4. Kannst du mal was sehen, geneigter Roma? Oh, sieht auch das matt. Lippo, das hab ich nicht kommen sehen. Ja, ja, hier, mach hin, da. Ich hätte ihm 20 Minuten geben sollen für die Partie. Meine Güte, ja, ja. Aber wie das immer nicht zelebriert. Das wäre ja nicht so gut. Hilfe. Total unterschätzt. Total unterschätzt, dass er da eingeht. Ich glaube, das E5 fliegt war einfach scheiße. Das war das Problem. Der hat ihm das Spiel offen gemacht. Das Spiel geöffnet gegen seinen König. Das hat er nicht gut gespielt. Der Roma 2 und ich im Tränenmeer verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.